Hallo, grüß euch. Ich wollte euch einfach nochmal zeigen, wie es ist, an der Polonaise zu spinnen von Chromsky. Einfach mal, damit man mal sieht, was für ein enorm großes Rad das ist, wenn so eine Person dahinter sitzt. Deshalb seht ihr heute auch immer mein dummes Gesicht, was ich ja normalerweise lieber weglasse. Aber ich wollte euch das einfach mal zeigen, wie das ist, mit der Polonaise zu spinnen. Und außerdem, also ich hatte vor ein paar Tagen eine Kundin hier, die wollte mal einige Räder probetreten, das hat sie dann auch getan. Und sie kam aus der Welt der einfädigen, etwas schwerfälligeren Räder und fing dann erstmal an, ich zeige euch das jetzt mal auf die Brutale, so zu treten, und dementsprechend sagt sie, das Rad klappert ja. Das Rad klappert, wenn man komplett gegen den Tretrhythmus des Geräts tritt. Dann klappert es. Weil der Knecht, der ist ja hier oben einfach nur locker eingehängt. Und unten hat er eine Lederaufhängung, das ist da festgemacht an dem, zwischen Tritt und Knecht mit diesem Leder. Und natürlich, wenn das gegen den Rhythmus geht, dann fängt das an zu klappern, wenn man da komplett gegentritt. Weil ja dann der Tritt nach oben geht, während der Knecht noch nach unten geht. Und das macht dann Geräusch, und das ist auch gar nicht so gedacht. Und das ist auch gar nicht notwendig, das so zu tun, weil dieses Rad ist so ein bisschen wie so ein Rennpferd. Also bevor man anfängt zu galoppieren und nur denkt, ich könnte jetzt galoppieren, dann setzt sich das Pferd schon in Bewegung dementsprechend. Und ungefähr so ist das mit der Polonaise auch. Also man muss nur wirklich so ganz vorsichtig stupsen mit dem Fuß und sich so ein bisschen in den Rhythmus des Geräts einwiegen, und schon ist es ganz wunderbar, und dann mehr muss man auch gar nicht machen. Und dann klappert es auch nicht, dann ist das eins der leisesten Räder, die es überhaupt gibt. Wunderschöne Konstruktion. Was ich bei den Chromsky-Rädern auch immer so schön finde, ist, dass es die halt auch wirklich in dunkler Beize gibt, also Mahagoni oder Walnussbeize, was bei den anderen Rädern ja nicht so der Fall ist. Die sind ja entweder in klar lackiert oder in unbehandelt erhältlich. Ab und zu gibt es mal eins in weiß lackiert. Aber grundsätzlich ist es doch eigentlich eher so, dass die nicht unbedingt zu den dunklen Möbeln passen, die ich so habe, jedenfalls. Also deshalb, also ich finde diese dunklen Beizen total schön. Die historische Konstruktion mit der Aufhängung auch total toll. Ihr könnt euch gerne mal das Video angucken, wo ich die Polonaise vorstelle. Da habe ich laufe ich mit der Kamera rum um das Gerät und habe alles in der Nahaufnahme dran. Da könnt ihr euch das im Detail angucken. Hier wollte ich euch jetzt eigentlich nur mal zeigen, wie enorm groß dieses Spinnrad ist, wenn man so dahinter sitzt als Person. Und das ist eigentlich, das ist, also dieses Gerät ist hier so wie so ein kleines Reh irgendwie. Also erst vom Rennpferd dann zum Reh, okay. Aber ich habe es heute ein Tier, weil es frisst einem auch so ganz, ganz vorsichtig aus der Hand. Da zerrt nichts, da ruppelt nichts, da ist nichts gierig oder sonst irgendwas, sondern man hat so das Gefühl, dass die Fasern so ganz vorsichtig immer nur so genommen werden von dem Rad. Also das ist absolute Oberklasse. Und man kann das auch stundenlang machen, das ist Meditation pur. Und das ist eigentlich auch egal, ob man am Stuhl sitzt oder auf der Couch sitzt. Ich bin ja so eine Couchspinnerin. Aber am Stuhl, auf dem Stuhl spinnt sich das genauso gut, das Rad. Und da kann man halt wirklich Stunde und Stunde und Stunde mit verbringen. Ganz wunderbar. Ja, das wollte ich euch eigentlich nur mal zeigen, weil ich festgestellt habe, ich hatte von der Polonaise, von diesem wunderschönen Rad, noch gar kein wirkliches Video gemacht, wie man daran spinnt. Und ich finde, der Anblick lohnt sich, auch wenn ich jetzt nur dahinter sitze. Aber stellt euch selber vor, hinter der Polonaise, dann ist alles wieder viel.